In diesem Video gucken wir uns die Grundlagen zu Microsoft Azure an. Das heißt, wenn du Azure noch nie benutzt hast, schauen wir uns an, was ist Azure, wie ist Azure aufgebaut und was sind die wichtigsten Services in Azure, die auch sehr oft in deutschen Projekten benutzt werden. Zunächst einmal, was ist Azure? Azure ist die zweitgrößte Cloud, wurde 2010 gelauncht nach AWS und hat inzwischen aber die stärkste Wachstumsrate. Es könnte sein, dass Azure in Zukunft noch AWS überholen wird. Vor allem im deutschen Mittelstand ist es sehr beliebt, da diese oft schon Microsoft-Produkte im Einsatz haben, wie zum Beispiel Office 365, Active Directory und daher einen sehr leichten Einstieg in die Azure Cloud haben, leichter noch als bei AWS, weil eine neue Plattform gleich kommt. Azure in Deutschland hat eine bestimmte Sonderrolle. 2015 hat Azure ein spezielles Angebot gemacht, Azure Cloud Deutschland. Wegen den deutschen strengen Datenschutzrichtlinien haben sie sich zusammen mit T-System getan, dass Azure nicht selbst Kundendaten verwaltet, sondern das von einem deutschen Partnerunternehmen gemacht wird. Das hatte ein paar Besonderheiten zur Folge. Dieses Modell aber ist inzwischen tot. Ich glaube, seit 2018 oder 2019 werden in dieser speziellen Germany Cloud keine neuen Projekte mehr angenommen und Azure hat jetzt eine normale Region in Germany gestartet, die in Berlin und in Frankfurt liegt und seitdem kann Azure jetzt auch ganz normal wie jede andere Region in Deutschland benutzt werden. Thema Regions, wir können uns hier direkt mal einen Überblick anschauen, was Azure eigentlich ist, denn Azure ist ein globales Netz von Data Centers, die in verschiedenen Regions verteilt sind und wir haben jetzt hier mal ein Bild dazu. Man sieht, Azure hat ungefähr aktuell 60 Regions in 140 Ländern und jede Region ist für sich eine Geografie, in der mehrere Data Center sind und in denen die Azure Server und Azure Ressourcen deployed werden. Was bei Azure besonders ist, was bei anderen Clouds nicht der Fall ist, Azure hat ein Konzept, das heißt Pair Regions. Das heißt, jede Region hat eine andere Region, die für zusätzliche Redundanz sorgen kann. Zum Beispiel die Region in Amsterdam hat eine Pair-Region in Dublin. Das heißt, selbst wenn in Dublin alle Datacenter ausfallen würden und die ganze Region down wäre, kann man mit bestimmten Services, wie zum Beispiel mit Datenbank, einstellen, dass sie georedundant sind. Dann werden die Daten auch noch auf die jeweilige Partnerregion repliziert. So, als nächstes können wir uns mal angucken, welche Services es denn so bei Azure gibt. Hier haben wir eine kleine Übersicht, welche Services das sind. Mit am wichtigsten sind zunächst einmal Compute. Hier haben wir alles, was Server betrifft, klassisches Infrastructure as a Service. Mit der wichtigsten Service sind Virtual Machines. Nahezu in jedem Projekt, in dem man sein wird, hat man virtuelle Maschinen. Eine Version davon sind die Virtual Machine Scale Sets. Das heißt, wenn man die Möglichkeit haben will, Maschinen automatisch hoch und runter zu skalieren, je nach Last, kann man hier in Azure diesen vorgefertigten Service dafür nutzen, Virtual Machine Scale Sets, der es automatisch macht. Man hinterlegt in dem Fall ein Image oder ein Template für eine Maschine, wie sie aussehen soll. Und wenn die Last steigt und fällt, werden die entsprechend dazu und weggeschalten. Der Service, den man typischerweise davor schaltet, ist hier ein Load Balancer oder ein Application Gateway, was auch ein Name für einen anderen Load Balancer ist. Und die verwalten dann diese Virtual Machine Scale Sets. Die anderen Services sind nicht so oft eingesetzt. Der nächste sehr, sehr wichtige Service ist Data in Storage. Hier haben wir die ganzen Datenbanken und den Blob Storage von Azure. Hier können wir kurz noch in eine andere Übersicht reingehen, welche Datenbanken es gibt. Generell ist es so, wir haben klassische Datenbanken, die quasi auf einem echten Server laufen und diese PaaS-Datenbanken, die komplett fully managed sind, bei denen man sich um nichts mehr kümmern muss. Bei den normalen Datenbanken haben wir natürlich einerseits SQL Server, was ein typisches Microsoft-Produkt ist, den gibt es auch hier mit SQL Server und Virtual Machine. Dann haben wir, wenn man Open Source SQL Datenbanken nutzen will, Azure Databases for MySQL, for MariaDB und for PostgreSQL, kann man auch ganz normal in der Cloud nutzen. Wenn man jetzt eine Cloud-Native-Applikation macht, die ganz neu ist und auch SQL will, gibt es hier diesen Service, der heißt Azure SQL. Das ist ein fully managed SQL Datenbank-Server, der automatisch nach oben und nach unten skaliert und bei dem man sich um nichts kümmern muss, keine Updates machen muss und so weiter. Und noch ein anderer Service, den Azure anbietet, ist CosmosDB, der auch NoSQL-Datenbanken unterstützt und der ist ein Low Latency, High Availability Service, der relativ teuer ist, aber auch häufig in Deutschland angewendet wird. Das heißt, den kann man sich auch mal anschauen. Was ist besonders an CosmosDB? Es unterstützt verschiedene APIs. Zum Beispiel einerseits kann man damit mit einer MongoDB API queryen, aber genauso kann man mit SQL-Daten queryen. So, Firmen, Stichwort PaaS, die schon
paar Services benutzen. Die sind auch hier oft in diesem Webbereich unterwegs. Was hier so oft eingesetzt wird, ist Web-Apps. Hier haben wir quasi die komplette Runtime-Environment und man kann einfach zum Beispiel PHP oder Python-Code schreiben, der dann auf dem Server läuft. Genauso gut hier Azure Functions, das sind quasi einfach einzelne Code-Schnipsel, die man schreibt und man kann sie dann direkt in Azure ausführen und Azure hat auch die komplette Runtime-Environment schon zur Verfügung gestellt. Cman zum Beispiel machen für irgendwelche Cron-Jobs, Funktionen, die regelmäßig laufen sollten oder man könnte auch Backend, komplette API-Funktionen hier als Functions nutzen. Wird aber generell in deutschen Projekten seltener genutzt als diese zentralen Services, dass einfach noch alles auf Virtual Machines läuft. Wenn man im Bereich Analytics ist, sind diese Services hier noch ganz interessant. Ein Service, den wir besonders häufig in deutschen Projekten sehen, ist Data Factory, bei dem man verschiedene ETL-Pipelines definieren und schreiben kann. IoT ist nicht so oft gefragt, Media und CDN. Azure hat einen eigenen CDN-Service, ansonsten auch nicht zu relevant. Identity und Access Management. Typischerweise, wenn man als Entwickler in ein Projekt geht, muss man sich damit auch nicht so beschäftigen, aber man sollte zumindest schon mal Azure Active Directory gesehen haben und gucken, wie das aufgebaut wird und wie das Rollenkonzept ist. Es werden hier nicht nur menschliche User verwaltet, sondern auch Rollen für Maschinen. Zum Beispiel eine VM kann auch eine Rolle bekommen, dass sie auf eine bestimmte Datenbank zugreifen kann. Das wird hier auch in diesem Azure Active Directory gemacht. Genau, als nächstes können wir mal hier ins Azure Portal gucken. So sieht das Ganze aus. Generell, wie interagiert man mit Azure? Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. Einerseits über die UI, das ist hier das Azure Portal. Hier kann ich mich einfach durchklicken und zum Beispiel hier eine VM erstellen. Die andere Möglichkeit ist die Shell. Es gibt ein eigenes CLI, mit der kann man auch Services über Bash oder PowerShell erstellen. Was ganz cool ist bei Azure, man hat hier eine Cloud Shell. Das heißt, anstatt dass man sich den Azure Client runterladen muss und dann sich jedes Mal authentifizieren muss und so weiter, wenn man sich einloggt, kann man hier direkt in die Cloud Shell gehen und hat das Ganze quasi schon da, hat hier auch wieder die Wahl zwischen Bash und PowerShell und kann dann hier direkt starten und hat direkt hier alle Azure Services zur Verfügung. Die dritte Möglichkeit, was Azure auch noch anbietet, ist eine REST API. Da geht es darum, wenn jemand Libraries für Azure schreiben will, dann kann die REST API benutzt werden. So, generell hier oben sehen wir den Namen. Wir haben, wenn wir hier unter All Resources gehen, sehen wir einen Überblick über alle Ressourcen, die wir aktuell haben. Und hier sehen wir diese ganzen Servicegruppen, die es so gibt in Azure. Wenn wir jetzt hier mal reingehen, generell auch praktisch, hier kann man alle Services relativ schnell finden. Zum Beispiel, wenn man hier eine SQL-Datenbank sucht, kann man hier sehen, ah ja, was gibt es denn für verschiedene SQL-Services bei Azure. Um ein Beispiel mal exemplarisch anzugucken, können wir mal eine Virtual Machine aufmachen. Hier sehen wir, wir haben jetzt aktuell schon 4 Virtual Machines. Wir klicken jetzt mal in eine rein. Und das ist so eine Übersicht, die hat man bei jedem Service. Sieht immer ungefähr ähnlich aus. Man hat hier links die ganzen Stats von dem Server und rechts dann die Detailansicht. Hier bei der VM haben wir jetzt hier oben die essentiellen Daten. Zum Beispiel kann man hier sehen, ah okay, hier ist die Public IP-Adresse. Wenn wir zum Beispiel per SSH uns auf diese Maschine connecten wollen würden, würden wir erstmal gucken, okay, was ist die Public IP-Adresse? Hat es überhaupt eine Public IP-Adresse? Ohne kommen wir nicht so leicht per SSH drauf. Und was dann hier in dem Zusammenhang auch noch interessant wäre, wäre zum Beispiel das Networking-Tab. Hier sieht man, welcher Traffic auf die VM erlaubt ist und welcher Traffic von der VM herausgehend erlaubt ist. Hier zum Beispiel, wenn wir per SSH zugreifen wollen würden, das würde funktionieren. Wir sehen hier, wir haben eine Regel, die heißt SSH und die öffnet den Port 22 für Any Source. Das heißt, von unserem Computer aus dürfen wir jetzt auf diese Maschine per SSH zugreifen. Generell kann man noch sagen, man kann hier pro VM einzelne Port Rules erstellen. Generell am besten macht man aber sogenannte Security Groups. Das heißt, man definiert einmal zum Beispiel, hey, ich habe hier Postgres-Datenbanken, das heißt, öffne immer den Port 5432. Dann erstellt man eine Security Group und jede Postgres-Datenbank mappt man dann zu dieser Security Group, dass man hier an einheitlicher Stelle zentral alle Regeln verwalten kann. Es gibt hier auch die Möglichkeit, einzelne Disks zu erstellen. Jede VM-Disks sind wie Cloud-Festplatten. Jede VM, wenn sie startet, hat eine einzelne Disk schon zur Verfügung. Man kann auch zusätzlich neue Disks an VMs attachen. Hier, wir sehen hier noch diverse Konfigurationen. Was natürlich auch sehr schön ist bei Cloud-VMs, man kann automatisiert
VMs backuppen. Azure hat sehr viele Monitoring-Lösungen, das kann man hier alles aktivieren. Das sind zentrale Services von Azure, über die man nicht nur VMs, sondern generell alles monitoren kann. Wenn man diese Services nutzt, kann man die hier entsprechend aktivieren. Zum Beispiel, dass Logs an einen Log-Collector geschickt werden, man die dann zentral in Azure angucken kann. Und eine Sache, die noch sehr interessant ist, auf die ich kurz eingehen will, ist hier diese Funktion Export Template und Automation. Generell ist es so, es wird sehr oft für Infrastructure as Code Terraform benutzt. Das ist Thema von einem anderen Video, aber hier nur ganz kurz, die Azure eigene Lösung von Terraform heißt ARM Templates, ARM Templates. Und das sind diese Dinger hier. Und jede Ressource, die man in Azure hat, man kann hier auf Export Template gehen und man sieht in einer JSON-Datei, wie diese Ressource aussieht. Und diese kann man dann nutzen, um automatisiert Ressourcen zu erstellen. Generell, wenn man in einem großen Firmenkontext ist, will man nicht mehr Sachen per Hand aufbauen und abbauen, sondern man will diese Templates benutzen. Und hier hat man dann die Möglichkeit, auch eigene Parameter zu definieren und Sachen automatisiert zu erstellen. Ist sehr ähnlich wie Terraform. Wenn man die Wahl hat, immer lieber Terraform benutzen, aber viele Firmen, die auf Azure sind, benutzen auch diese ARM-Templates und das kann man sich dann hier angucken und diese Export-Template ist oft sehr praktisch, um Templates zu haben, dass man sowas nicht from scratch schreiben muss. So, das war ein Überblick über Azure. Wenn du bei Paxon arbeitest, haben wir das Trainingsportal, da kannst du dich einfach mal einloggen und selber ein paar Services ausprobieren. Falls du noch nicht bei Paxon arbeitest, geh gerne auf pexon-consulting.de/karriere und ja, schreib uns eine E-Mail und wir können gerne mal zusammen telefonieren.